Na? Ich habe das Spiel gespeichert, ne? Das steht da, das ist cool. Ja, wir wollen jetzt hier runter. Wieso kann ich mich hier eigentlich nicht mehr durchs Fenster stürzen? Früher ging das. Jetzt muss ich hier die Treppe runter? Das ist ja früher weniger Arbeit gewesen. Ich habe langsam das Gefühl, dass der erste Wurf, den du so machst, dass der so ein bisschen schwierig ist. Und irgendwie nie passt, weil dann wollte das Spiel ja das immer so machen, dass es hier so ein bisschen rumfährt, das Pokémon. Das heißt, die Kirmes ist jetzt offen und das muss auf jeden Fall jedes Mal getriggert werden. Wenn wir jetzt hier mal so Smogon fangen, ja, ich fahre jetzt mal eben hin und her und dann geht das schon. So ungefähr ist das. Ich kann mir das nicht anders ausmalen. Nur 200 Euro, dankeschön. Der King ist kaputt. Warum ist der denn weg? Ja, ich weiß, der wurde beim letzten Mal zerledert, aber von einem Smogmog auch. Ich habe das Gefühl, der King ist einfach auch ein kleines Weichei. Allerdings ist der King auch unterlevelt hier. Wo haben wir denn mal einen Beleber? Macht ja keinen Sinn, wenn der jetzt... Wenn das sich alles so ein bisschen potenziert dadurch, dass er erstmal der Schwächste ist, dann kaputt und dann immer noch keine Erfahrungspunkte von den Gegnern hier kriegt. Gerade weil er nicht mitmachen kann. Aus dem Grund schmeiße ich einfach mal Anubis auf die Pole Position. Ich meine, das ist immer eine sichere Bank eigentlich. Es sei denn, die kommen da mit irgendeinem Gestein- oder Stahl-Pokémon an. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Hey du, ich stehe hier neben dem Abgrund. Du willst mir dabei helfen, stärker zu werden. Ich finde diese... Das Haus hier ist auch sowieso Häuser, von denen man immer gerne mal träumt. Ich meine, so Guillaume... Du bist hier im Ei, oder willst du? Los, Anubis. Mach es kaputt. So, jetzt kannst du mal ihn hier machen. Du willst das da die ganze Zeit. Anubis dreht richtig auf. So, jetzt. Swag ist an und auf geht's. Evo Crash. Mit Herzchen. Bangs. Cool guys, don't look at explosions. Jetzt mal hingeguckt, Alter. Hast du Django schon mal gesehen, Evoli? Hm, weiß Bescheid. Korbnuss. Bangs. Yes. Nummer 1 ist weg. Bleiben noch 2 Stück, glaube ich, oder? Razaf. Razaf ist natürlich eine... Das ist ein Job für den King. Den schafft er. Ich hoffe es zumindest. Zurück mit dir. Du hast gut gekämpft. Gaudium hat übrigens gesagt, Stabattacken machen nur 1,5 mal Schaden. Das ist ja dann billiger. Aber das ist dann eigentlich so schlimm, weil dann ist das ja nicht so viel, was da verloren geht. Dann können wir hier Eisstrahl auch gerne drinnen lassen. Ja, verstehe dich. Ich verstehe dich voll und ganz. Ich hätte auch gern Razaf. Aber ich darf das nicht haben. Das kam unerwartet. Achso, der hatte wirklich nur 2. Oh, was für ein Versager. Tja. Du findest einen Hypertrank. Am liebsten würde ich ja jedes Pokémon hier mitnehmen. Gerade weil wir die ja auch wieder verschicken müssen. Das ist aber, wie gesagt, auf dem Tablet alles viel einfacher. Sagt man da Tablet? Nee, ne? Es fühlt sich aber an wie so ein Tablet. Im Handheld-Modus. Das ist ja... Das darfst du nicht auf Twitch machen. Wenn du auf Twitch solche Nomenklatursachen falsch bezeichnest, dann hast du sowieso verloren. Dann kommen die Leute an und sagen, das heißt nicht Tablet, das heißt Handheld-Modus. Als wenn du... Weißt du, ich habe mich auch so ein bisschen reingefühlt wie in so einen Rentner-Modus. Bei meinen Großeltern und meinen Eltern ist das auch mittlerweile so. Beziehungsweise bei meinen Großeltern war das ja schon lange so. Weißt du, dass sie so 2 falsche Begrifflichkeiten für irgendwas haben. Und weißt du was, denen ist das vollkommen egal. Meine Oma sagt immer noch Stratazieller. Und das juckt sie nicht. Und du kannst es ihr auch nicht erklären, dass es anders heißt. Das funktioniert nicht. Ich meine, so ein bisschen beugt sich ja die Sprache immer dem kommunikativen Zweck. Und dementsprechend ist es doch in Ordnung, wenn jeder weiß, was gemeint ist. Wenn du dann aber dann so ein paar Kretens und pseudodobe Eierköpfe da sitzen hast, die dann einfach alles absichtlich falsch verstehen, nur damit du dann da in die richtige Richtung gedreht wirst, dann fängst du auch einfach an, die Ökonomie des Sprachprinzips ein bisschen zu hinterzweifeln. Hinterzweifeln, ne? Das wäre direkt wieder ein Clip von Flaggy gewesen, anzuzweifeln. Sowas meine ich, das geht einem hart auf den Sack. Das geht einem mega auf den Sack. Und deswegen, Flaggy, hör einfach mal auf, so zu sein, bitte. Danke. Weißt du, immer wenn ich jetzt irgendein falsches Wort nenne,
Dann habe ich gleich schon wieder diesen Namen im Hinterkopf. Und das ist einfach falsch. Auch auf der Arbeit. Auch da. Irgendwann stehe ich da vor den Schülern und sage, ja, da hätte Flecki jetzt wieder einen Clip von gemacht. Und die alle so, wer? Clip? Wieso? Bei uns landet das einfach nur in der Schülerzeitung. Das reicht ja schon. Und da, alleine das ist ja schon diffamierend genug. So, jetzt müssen wir die Leiter hier runter. Die geht nämlich über zwei Stockwerke. Ist das nicht magisch? Und direkt Ratten im Keller. Ich glaube es auch. Silberne Chemiebirken. Ach, guck mal an. Der hat eine Brille auf, deswegen kann er so weit gucken. Wer bist du? Hier sollte eigentlich niemand sein. Deswegen bin ich jetzt dafür da, dich zu verhauen. Hoho! Setzen Sie sich hin. Ich bin Ramon. Und das ist mein Elektroball. Ich will Elektroball. Ich stell mal vor, Elektroball, wenn... Ich finde, Elektroball könnte so 1:1 irgendein niederländisches Wort sein. Ich weiß nicht wofür. Aber es könnte sein. Und jetzt nicht wieder in den Kopf schütteln und sagen, Maddie hat Unrecht. Das stimmt. Elektroball könnte irgendein niederländisches Wort sein. Irgendwas mit Elektro. Also Elektro wegen Elektro. Man weiß ja, woraus es steht. Ne? Also das muss ich euch ja jetzt nicht erklären. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es das Wort gibt. Genauso wie Bronzel. Und ich kenne sogar einen, der heißt Bronzel mit Nachnamen. Und das war einfach der übertriebene Eierkopf. Und dann kommt da irgendwas. Witzig ist, und ich finde es eigentlich fast schon schade, aber das ist so ein Mobbingfall, der einfach nicht durchgekommen ist. Zu Recht. Bronzel, dass das Pokémon existiert hat, das war erst nachdem ich dann. Ich glaube, ich habe 5, 6 Jahre nicht mehr mit dem gesprochen. Und dann kam das Pokémon Bronzel. Und dann wirst du so ein bisschen daran erinnern. Der kann froh sein, dass das Pokémon nicht schon gekommen ist, als er noch in der Grundschule war und Pokémon so ein riesen Shit war. Da hätte wahrscheinlich jeder so einen Bronzel gemalt und ihm dann an seinen Spind oder in seine Schultüte gesteckt. Ja, das sind so die Sachen. Also das finde ich aber auch eigentlich witzig. Ich finde, wenn du richtig schön fronten willst, dass es kein Mobbing ist, ist Grundvoraussetzung, dass du auch mal erstmal das auf Gegenseitigkeit basiert, dass dann jeder sich gegenseitig so ein bisschen neckt und sagen wir mal ehrlich, ob etwas witzig ist, entscheiden immer noch beide Parteien. So, das ist die Grundvoraussetzung. Zweitens, wenn du ein bisschen kreativ sein möchtest bei der Sache, dann nutzt du einfach auch nicht immer das gleiche Thema. Machst auch nicht immer wieder den gleichen Witz. Weil irgendwann ist diese Schwelle übertreten, wo dann der andere dann sich nicht beleidigt fühlt, sondern denkt, oh, guck mal, mit dir ist irgendwie was nicht richtig. Das ist dann ein bisschen doof. Also du musst dann schon mehrere Witze auf Lager haben, als einen. Und da fängt halt Mobbing dann auch an. Und das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Wenn man immer wieder den gleichen Spruch einem Menschen gegenüberbringt. Vor allen Dingen, das ist einfach auch blöd. Warum denn? Warum immer wieder der gleiche? So, Rosanna, weg. Ich meine, warum soll ich jetzt hier so ein bisschen einen auf Pseudokonservatismus machen? Warum soll ich jedes dieser Pokémon eigentlich behalten? Ich brauche die doch eh nicht. Hier, den Magma, auch weg. Aerodactyl und Almonitas kannst du wahrscheinlich noch behalten, das ist in Ordnung. Aber der Rest einfach alles, tschüss. Ja. Vielen Dank, das bringt meine Forschung, Alter, ein Stückchen voran. Laut meinen Aufzeigen hast du mir bisher 15 Zubat geschickt. Hier hast du eine Belohnung. Das würden sogar noch mehr sein, wenn ich das im Handheld-Modus spielen würde. Glaub mal. Aber so wie es jetzt läuft, habe ich da ehrlich gesagt gar keinen Bock zu. So, du bist ein kleiner Junge, der sich wahrscheinlich mit mir anlegen will, ne? Ich verrate dir jetzt mal was. Wenn man auf das Feld da tritt, wird man zum Eingang zurückteleportiert. Na, das staunst du, wa? Ja, früher musstest du dafür aus dem Fenster springen. Während du im Keller warst. Das ist komisch, ne? Alter, das mag man, ne? Das hat den Tag. Ich finde einfach auch sehr nett, dass jedes Mal, wenn die solche Drohgebärden machen oder einen so mit der Kralle einziehen, dass das nicht Schaden macht, weil das wäre schon gemein. Obwohl, vielleicht hat das Magma auch nur versucht, uns die Kappe abzuziehen, weil wir ja offensichtlich innerhalb eines Gebäudes sind. Das ist dann natürlich wieder ein guter Move gewesen. In keiner Art und Weise auch dreist.
sondern meiner Meinung nach einfach auch nur angebracht. Ja. Nee, ja, ja. Ey. Einfach fabelhaft. Nee, nicht einfach fabelhaft. Einfach nicht geklappt. Das ist hier. Das müsste da stehen. Einfach fabelhaft nützt ihm aber trotzdem nicht. Wie bei Minerva, dass sie so einen dicken Bizeps hat, ne? Nützt ihr nichts. Sie kann sich nirgendwo hochziehen, weil die immer wieder den Unterkörper so nach vorne zieht währenddessen und sich dabei selber blockiert. So, Hamster, wenn du schon mal einen Hamster klettern sehen hast, ne? Also jetzt nicht unbedingt einen Campbell oder einen diese chinesischen. Weil die können klettern, das glaubst du gar nicht. Die sind... Oh, 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 da musst du richtig aufpassen. Ne, ich meine so einen Sungan, diese eigentlich den ganzen Tag nur auf dem Feld rumlungern, buddeln und fressen. Die können das nicht, die sind einfach ein bisschen zu doof dazu. Habe ich Minerva beobachtet, die hat ihre Treppe nicht gefunden. Dabei saß sie schon mit der linken Pfote auf der Treppe, ganz komisch, aber wollte dann einfach dann über dieses Treppeneck so in ihr Haus reingehen. Und das hat natürlich so überhaupt nicht geklappt. Die hat sich da, glaube ich, so an die 8-mal auf die Fresse gelegt und immer wieder hochgezogen und dann ist der Unterkörper doch ein bisschen zu schwer gewesen, als sie sich wieder auf den Rücken legt. Ich verstehe das nicht. Anstatt einfach die Treppe zu nehmen. Nee. Aber ganz frech ist es, wenn ich dann beschuldigt werde. Das werde ich nämlich auch. Das kann die. Und ihr glaubt gar nicht, wie schlau so Tiere sein können. Die hat mich nämlich... Die hat irgendwie nämlich angefangen, so eine Gurkenscheibe wollte sich über sich ins Haus holen. Sie hat oben auf der... Das ist jetzt so ein Podest mit der Treppe, wo sie dann hochkommt. Und da ist so ein Haus, wo sie dann immer ihr großes Essen isst. Also das müsst ihr jetzt vielleicht nicht verstehen, aber Minerva hat drei verschiedene Orte, wo sie frisst. Und diese Orte sind unterteilt nach der Größe des Futters, was sie kriegt. Oder was sie sich nimmt. Kleine Sachen werden immer direkt gefressen. Meistens in so einer Kuhle da rechts. Mittelgroße Sachen werden in ihrem Tonhaus gefressen. Und große Sachen werden immer in diese Holzhütte geschleppt. Ja, immer. Das ist eine Regel. Und wenn sie dann eine neue große Sache hat, dann muss das einfach mit Gewalt in diese scheiß Holzhütte rein. Das schleppt sie dann komplett überall hin. Die ganze Zeit. Immer weg, 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 weg. Weil je größer das ist, desto besser muss man das sichern. Und ich glaube, sie hat das Gefühl, dass in der Holzhütte ihre Sachen am besten gesichert sind. Da sind auch so große Zweige drin. Also scheiße, das hat sie da alle reingeholt. Ich weiß auch nicht. Wenn das nicht für Sofortbedarf ist, dann hat sie das da rein. Aber ist ja auch nur intelligent. Wisst ihr, die fällt wirklich so eine Staude und dann frisst sie das da drin. Wegreißen und los. Ja, und dann hat sie versucht, so eine Gurkenscheibe da hochzuziehen. Hat natürlich hinten und vorne nicht funktioniert. Ach. Hi. Oh nein, ich habe mich verlaufen. Wo bin ich hier denn nur gelandet? Also das hat gar nicht geklappt. Und dann hat sie das die Treppe hochgezogen. Ludwig, das Ding ist fritte. Und ich verstehe das manchmal nicht, was sie da so vorhatte. Dann hat sie das so ganz schwerfällig Treppe hoch. Und dann ist das wieder in diesem Treppeneck, da wo es dann runter geht. Sie hat ja kein Geländer, das ist ja alles offen. Und da ist es dann runtergefallen, während sie das versucht hat, in ihr Haus reinzuziehen. Und dann stand sie sich umgedreht, hat gemerkt, dass es weg ist. Und dann hat sie da mit der einen Pfote war sie dann im Hauseingang. Und mich hat sie dann angeguckt. Mich. Ich weiß ganz genau, was die sich gedacht hat. Die hat sich wieder gedacht, ich hätte ihr das geklaut. Ich habe ihr noch nie was geklaut. In meinem ganzen Leben habe ich ihr noch nie was geklaut. Aber sie tut immer so, als wenn ich das machen würde. Ich meine, ist ja auch ihr gutes Recht. Sie muss ja auf ihre Brocken auch aufpassen. Aber da war ich ein bisschen... Das lag einfach unten auf dem Boden wieder. Also unten auf dem Boden. Das heißt 4 cm von ihr weg. 4, 5 allerhöchstens. Aber nö, ich war dann schuld. Das war jetzt nicht so unbedingt geil. Und du glaubst es gar nicht. Hamster können wirklich vorwurfsvoll gucken. Mich so angeguckt, so von wegen du. Du gemeiner Kerl, du warst das doch, der mir jetzt hier wieder die Gurke geklaut hat. Ja. Als wenn ich das machen würde. Warum denn? Warum sollte ich dem Hamster die Gurke klauen? Ich hab die gekauft. Aber ist okay. Wenn sie meint, dass das so sein muss, dann ist es so.
dann ist das eben so. Ach ja. So, jetzt. Ach komm. Das ist natürlich auch immer geil, wenn du hier mitten im Gelände bist und der Gegner kommt mit Toxinen an. Merkt sich das Spiel eigentlich den Toxinstatus über den Kampf hinaus oder ist es im nächsten Kampf dann wieder ein normales Gift? Das bin ich. Das ist wieder so eine Frage, die mir wahrscheinlich niemand beantworten kann. Weil sich das auch noch nie jemand gefragt hat. Und dann wiederum werden ja ganz viele Sachen von irgendwelchen Leuten ausgelesen. Nur das wieder nicht, vermutlich, ne? Dabei wollte ich doch nur in aller Ruhe einklauen gehen. Einklauen ist schon... Du bist auch so ein Gauner, ne? Ja, ja. Jawohl, Skin. TM52 Matschbombe. Jetzt hat mein Leben wieder einen Sinn. Jetzt kann ich andere Leute mit Dreck bewerfen. Ja? 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 Nein! Na gut, dann machen wir das nochmal. Eins, zwei, drei. Ey, komm jetzt, bitte. Ich möchte doch nicht hier immer wieder das gleiche Spielchen mit dir treiben. Ich meine, du findest das doch auch doof, dich da raus reinzumischen. Du kommst dann zum Professor und hast dann dieses Leben. Das ist genau wie hier, nur ein bisschen aufgeräumt wird. Und dann kannst du immer mal wieder gucken, was er mit der... Ja, was ist das? Die Stiefmutter von dem... Protagonist. Der Protagonist ist niemals das leibliche Kind von der Mutter. Dann. Niemals. Ja, ich meine, adoptiv, bla bla bla, Sachen. Mir fehlt echt alles gerade.